meine Sturmtruppler. Wie geht's? Wie steht's? Wie sieht's aus? Wir gehen direkt ins Game rein. Leisten. So, da sind wir auch schon drin. Ich muss das Mikrofon ein bisschen näher zu mir holen, dass ihr mich ja doch besser verstehen. Mein Schüler ist schon aktiv, wie man hört. So, wie immer, wir starten mit der Konferenz. Die müden Knochen werden auch nicht mehr jünger. Captain Phasma. Mein Lord. Ja, direkt schon mal arg ingefroren. Super nice. Sturmtruppler. Mein Imperator. Schüler. Ganz schön spät dran. Wo sind die anderen? Ist niemand anderes aufgewacht. Bedauerlich. Sehr bedauerlich. Wir werden heute die Tierzucht höher schrauben. Es müssen mehr Kreaturen für uns kämpfen, da es auf den Kreaturen sicherer ist. Des Weiteren müssen wir die Bauteile, die wir auf dem Luftschiff bergen konnten, in unsere Mechs einbauen. Konnte einer aus unserem Mini-Sturmtruppler Informationen dann rausnehmen oder hat ein Druide aufgezeichnet? Ich denke, der vom Koch hat etwas aufgezeichnet. Nur, ich finde diesen Druiden. Versuchen Sie, den Druiden zu finden. Mein Architekt, im Moment wird es nicht viel Architektarbeit geben. Ich kann anderweitig behilflich sein, mein Lord. Gut, dann... Ich bin nach wie vor ein Sturmtruppler. Captain Phasma, die Waffenproduktion und Rüstungsproduktion vielleicht. Finden Sie da einen Platz für den Architekten? Mein Saboteur ist ebenfalls nicht da? Doch, Meister, er scheint nur gerade zu arbeiten. Also sind doch mehr Leute erwacht. Und der Captain vom Luftschiff? Der ist nicht erwacht, mein Lord. Er ist wohl den Kryostab nicht gewohnt. Das mag sein. Gut, der Architekt überprüft dann nochmal die Kryoschlafkammern von den anderen. Nicht, dass da wieder einer hängen bleibt drin, wie sie selber mal. Wir wünschen, mein Lord. Und dann halt die Waffenproduktion, je nachdem, was Captain Phasma sie beauftragt. Rüstung oder Waffen. Dann ist unsere kleine Sitzung schon beendet. Oder hat noch jemand was vorzutragen? Nein, mein Lord. Nein, mein Imperator. Mein Schüler, falls der Captain erwacht, trainier mit ihm. Dass du wenigstens seine Stärke erreicht. Meister. Wegtreten. Heute sind wir echt wennig. Hui. Captain Phasma, was ist das für ein Lager? Es ist nicht meins. Vielleicht ein Lager des Saboteurs. Herr Saboteur, zu spät. Jawohl. Ich war bereits anwesend, Sie können Kylo Ren fragen. Die Sitzung ist ohne Sie gerade vonstatten gegangen. Ich war bereits anwesend. Kylo Ren fragen, sonst wäre die Kiste nicht an. Sie haben ja Ihren Job. Jawohl. Die Betäubungs- und Fallen... Truppler, kommen Sie einmal mit. Tretminen und Co. Eine höhere Produktion ankurbeln. Wollen Sie sich nicht mal neue Entwicklungen ansehen? Wenn Sie etwas vorzuweisen haben? Ich habe hier drin eine alte Rüstung und die ist
Ich habe eben Captain Phasma schon befragt, was das für ein Vorrat ist. Nun, dann führen Sie mal vor. Sehen, was ich machen kann. Was ist mit der Sturmtruppe in Uniform, mein Lord? Nicht in ihrer Nähe, Sturmtruppler. Ich würde es eher draußen aus. Ich hätte einmal einen Werfer, der unser Gasoline schießen kann und entzündet. Das dürfte sehr schmerzhaft für Gegner sein. Noch einige dieser Stäbe, die aufgrund eines Kurzschlusses Gegner direkt betäuben. Eine primitive Form des Lichtschwerts. In etwa. Nur die Klinge ist nicht konstant. Sie zirpt ein wenig vor. Einen kleinen Lichtbogen. Mhm. Weiter. Habe ich mich an einen etwas primitiveren. Es wird mir ein Elektromotor angetrieben, was automatisch Munition abfüllt und entsprechend schnell feuern kann. Wie groß ist das Magazin? Wow. 50 Kugeln. Können Sie also 50 Bolzen auch beschmierte Pfeile benutzen? Oder klemmt dann das Laufwerk? Die Pfeile fliegen so schnell, dass das Schmierte sich wieder entfernt. Ich erschrecke immer, wenn das Feuer angeht. Ihre selbstentzündenden Flammen beeindrucken mich immer wieder. Eine ihrer besten Arbeiten, Saboteur. Ansonsten hätte ich noch diese... Ja gut, das ist ja die Form des Plasmaschneiders. Aber da haben sie ja schon eine. Mein Schüler, wie stark ist deine Rüstung? Sehr stark, Meister. Ähnlich dieser? Wenn nicht noch stärker, ja. Okay, dann kannst du mir das wiedergeben. Haben Sie noch eine Waffe vorzuweisen? Da muss ich kurz holen. Ist der Captain aufgestanden? Nein, noch nicht mal. Dann kümmere dich mit Captain Phasma um die Kreaturenproduktion. Ja, Meister. Dies habe ich von den Soldaten der roten Rüstung. Geblündert, das probieren wir lieber außerhalb aus. Achtung. Würden Sie das nicht weiter wegwerfen? Es splittert sich auf bei einer Explosion. Vervielfältigen Sie diese Waffe. Habe ich bereits vervielfältigt. Und wie sieht es aus mit unserem Plasmageschoss? Konnten Sie da Munition schon herstellen? Meinen Sie für die? Nein. Das größere Gerät. Ja. Jetzt konnte ich noch keine Munition herstellen. Das ist Ihre Hauptaufgabe heute. Jawohl. Wegtreten. Was genau tut ihr hier?
Mein Lord, ich... Genau, ich würde gerne die Jungtiere nach draußen beschaffen, damit man mit den alten Tieren eine Zucht betreiben kann. Ich bin mir nicht sicher, wie sinnvoll es ist, ein ganz, ganz junges Weibchen mit in die Zucht reinzunehmen. Ihre Nachfahren werden einfach nicht so stark sein. Denken, der Genpool ist nicht perfekt. Richtig, wir haben ein sehr altes Pärchen von Schafzähnen und deswegen würde ich jetzt die Jungtiere auslagern, damit diese gar nicht erst für eine weitere Zucht benutzt werden. Kastrieren, Captain. Kastrieren. Ich wollte es nicht so direkt ausdrücken. Herr Saboteur, ich hätte vielleicht eine Aufgabe, wenn Sie noch keine haben. Habe ich Saboteur gesagt? Verdammt! Wollt Architekt, dass unser Metall knapp ist. Soll ich noch ein bisschen was sammeln? Natürlich, aber doch nicht mit dem Werkzeug, das Sie hier in der Hand halten. Ja, ich will halt nur haushalten mit der Munition, die wir haben. Nein, benutzen Sie den Plasmaschneider. Der Nutzen ist einfach... Ich unterstütze Sie. Kosten. Und die Nutzen, ja. Mit meinem Breitmaul gehe ich die erste Ladung Metall holen. Mach mal erstmal den Parasaurus voll hier. Dann müsst ihr ja genug haben. Oh, ich sehe gerade, mein Wasserglas ist gar nicht voll und ich habe die Coins dabei. Sehr gefährlich. Aber der Para kann schleppe und schleppe. Das haben wir dieser Sattelmod zu verdanken, die uns quasi hier sehr schöne RP-Sattel beschert. Gewicht ist jetzt schon höher. Gut, dann laufen wir zurück. Kommen Sie, Architekt, kommen Sie! Meine Ausbeute ist riesig! Wow, was für ein starkes Tier! Wenn man diese Metallquellen direkt vor der Tür hat, thank you.
Hat diese BB-8-Einheit einen Alarmton? Das ist mir unbekannt, mein Lord. Wo ist dieses Teil? Ich mache die Rüstung in mein Zimmer leer. Und die Coins. Sturmtruppler, ich habe da noch etwas für Sie. Das haben Sie anscheinend vom Saboteur bekommen. Komm. Ja, junger Master. Kommen Sie mal mit. Der Sturmtruppler muss erst auf Breitmaul ausladen. Du weißt, dass meine Befehle vor deinen gillen. Ja, Meister. Der Koch hat gar keine Essensvorräte. Die wurden beim letzten Mal alle verkauft. Ja, Captain Fassmeister hin ist schon am Werkle. Captain Phasma ist hier immer noch am Auslagern. Was ist das? Das sind bestimmt die Jungtiere von Tenne. Aber schaut mal, wie wenn es gedreht hätte. Rücke und Bauch hat sich einfach gedreht. Wo ist Captain Phasma? Doch, er war noch da. Ah, der Mann mit dem Bunsenbrenner in der Hand. Sieht man gleich, sie sind an der Arbeit. Jawohl. War das genug, Sturmtruppler? Oder werden weitere Metalladern benötigt? Ich bin mir nicht wirklich bewusst, was für Ressourcen wir genau brauchen für die Munition oder Rüstung. Ich müsste mich mal gucken, pass mal. Sprechen Sie hier mit dem Druiden, er hat alles aufgezeichnet. Sturmtruppler? Ah, hier. Die erste Einheit ist auch die älteste. Aber die Aufzeichnungen sind hervorragend.
Schauen Sie sich jedes Hologramm genau an. Machen Sie sich dann ein Bild über die Lage und informieren Sie mich darüber. Ja. Kristall werde ich dann noch ein bisschen wahrscheinlich besorgen. Reine Kristalladern. Ich bin unterwegs. Ist mein Breitmaul bereits geleert? Selbstverständlich, mein Lord. Vorsicht, ausschwenken. Immer wieder episch. Sogar Pilze raus. Obwohl man mit dem Plasmaschneider tragen gehen, holen wir immer noch Pilze raus. So. Wenn ich auch anhöre, wie so ein kleines Mobbettchen, wo gern 150 fahre, würde es aber nicht bringt. So hört sich das an. In die Finale. Oh ja, sehr nice. Huch, ich war doch schon vorbeigelaufen. Was ist das doch eigentlich? Oh. Oh, ich habe irgendwas aufgehoben, was ich wohl nicht auf... Ja. Ich stelle es einfach wieder hier. Wird schon funktionieren. So konnte ich das einfach so aufheben. Oh yeah. Oh yeah. Und wie komme ich jetzt wieder hier raus? Oh, klasse. Was ist das? Ja, das hast du hier gebaut. Okay, das dauert kurz. Ah, lesen wir da in der Mitte. Das ist ein Futterkrug quasi, so XXL-Futterkrug. Ich habe gedacht, ich kann da hochklettern, weil da eine Leiter abgebildet ist. Oh, jetzt muss ich erstmal da hinten durch. Oh je. Dabei fällt mir was auf. Wo ist mein TIE Fighter? Den habe ich dahin abgestellt.
Wie weiter ist weg? Haben die denn auf die Seite geflohen, weil die T-Rexe da hingestellt haben? Captain Phasma? Verstecken Sie sich vor mir? Nein, natürlich nicht, mein Lord. Was ist mit dem T-Fighter passiert? Wo ist mein T-Fighter? Ich habe heute keinen T-Fighter gesehen, mein Lord. Muss ich weiter fragen? Wo ist der Saboteur? Der Saboteur! Jawohl. Wissen Sie, was mit meinem T-Fighter passiert ist? Was gibt es? Wo ist mein T-Fighter? Ich habe mit dem Verschwinden nichts zu tun. Man weiß ja keiner, wo mein T-Fighter ist. Mein Schüler! Wo ist mein T-Fighter? Es ist nicht Meister. Vielleicht ist er beim Absturz auch kaputt gegangen. Sturmtruppler! Wissen Sie, wo der T-Fighter ist? Tut mir leid, mein Lord. Ich hab nichts mitbekommen. Das Geheule ist sowieso zu laut. Da fällt man direkt um und ist bewusstlos. Geheule? Die Geräusche vom TIE Fighter. Bei ausgezeichnete Exemplare haben. Oh! Die haben wohl das richtige Gen rauskristallisiert. Sieht so aus, mein Lord. Das ist jetzt das erste Nachwuchsbaby. Und die zwei da? Sind die von Ihnen oder ist das noch vom Schattentrooper? Die Zucht. Von Schattentrooper, mein Lord. Ich habe nur die ältesten, weisesten und erfahrensten Tiere seiner Zucht herausgepickt und versuche nun damit weiterzufahren. Wie haben Sie das herausgefunden, dass das die perfekten Tiere sind? Waren das die einzigen zwei, die Stöckchen holen oder wie? Nein, der Schattentrooper hat mir eine Notiz hinterlassen. Dann muss ich den fragen. Machen Sie weiter.